Los geht's, lauf schnell und viel Glück. Diese junge Schildkröte hat's geschafft. Genauso wie viele ihrer Geschwister hier auf den Trishtau-Inseln der Republik Guinea. Lokale Umweltschützer haben die Eier vor Wilderern geschützt und verteidigen nun auch die Babyschildkröten gegen Vögel. Der Schutz der Nistplätze ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Unsere Ökowächter halten morgens und abends Wache. Sie kommen selbst aus dem Dorf und klären ihre Familien auf. Schon ihre Anwesenheit wirkt. Niemand fasst etwas an. Die Ökowächter arbeiten seit 2013 mit einem bewaffneten Naturschutzkorps des Umweltministeriums Guineas zusammen. Damals erhielten die Trishtau-Insel den Status eines Meeresschutzgebiets. In einem 7-jährigen Prozess brachten dann neben Wissenschaftlern und staatlichen Stellen auch die Inselbewohner damals ihr Wissen ein. Einer der Cheforganisatoren des Projekts erklärt den Ansatz. Wir haben ein Gesprächsforum eingerichtet, in dem die Menschen sich frei äußern konnten, oft in ihrer eigenen lokalen Sprache. Das Ergebnis dieser Beratungen haben wir dann in einen Managementplan überführt. So ist beispielsweise das Managementkomitee mit seinen lokalen Zweigstellen entstanden. Die Trishtau-Inseln im Atlantischen Ozean sind eine Mischung aus Mangroven, Wattflächen, Wäldern und Sandbänken. Diese weitgehend ungestörten Ökosysteme sind ein Juwel der Artenvielfalt. Doch der steigende Meeresspiegel setzt die Gemeinden vor Ort unter Druck. 2023 wurde dort ein Fünftel der Reisfelder überschwemmt. Etwa 20 Familien bauten gemeinsam Deiche zum Schutz ihrer Felder. Diese Initiative ist Teil eines intelligenten Naturschutzansatzes, der den Einfluss des Menschen auf die Biodiversität verringern soll. Traditionell zogen Reisbauern wie Abdoulaye Kacek alle paar Jahre um in fruchtbareres Land. Das bedeutete aber die Abholzung von Mangrovenwäldern. Als ihnen der entstandene Schaden bewusst wurde, beschlossen sie, das zu ändern. Früher gab es ein Mangrovenrestaurierungsprojekt. Wir erkannten dann aber, dass es keinen Sinn macht, Mangroven an einer Stelle zu pflanzen und sie woanders abzuholzen. Deshalb machen wir das jetzt anders. Die Mangrovenbäume auf Trishtau sind von entscheidender Bedeutung für die Artenvielfalt und für die Verringerung der Küstenerosion. Die Umweltschützer und das Naturschutzkorps führen regelmäßig Patrouillen auf der Suche nach illegalen Aktivitäten durch. Hier haben sie gefällte Bäume entdeckt. Hey, warum wurden diese Bäume gefällt? Einheimische dürfen einige Bäume für den Eigenbedarf fällen, allerdings nur, wenn ihr Antrag dafür genehmigt wurde. Der lokale Umweltschützer erklärt dem Beamten, wie es hier dazu kam. Das Holz wurde gebraucht, um eine Straße zum letzten Dorf zu bauen. Auf dem Weg dorthin gibt es einen Fluss. Die Bäume wurden gefällt, um Bretter für die Brücke herzustellen. Wir wollten das eigentlich nicht. Eine Volksversammlung stimmte aber zu, weil wir keine anderen Baustoffe hatten. Andere Regeln sind schwieriger durchzusetzen. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich bis ins Meer und die gemeinsamen Patrouillen führen bei zurückkehrenden Fischern unangekündigte Kontrollen durch, um festzustellen, ob sie geschützte Arten gefangen haben. Unter den wachsamen Blicken der Ökowächter entlädt die Crew ihren Fang. Diese Rochen sind vom Aussterben bedroht. Die Diskussion ist angespannt, als die Fischer sich hier erklären und die Beamten des Naturschutzkorps das Gesetz erläutern. Wir sagen ihnen, wenn die Fische noch leben, sollen sie sie wieder ins Meer lassen. Wenn sie bereits tot sind, fragen wir, warum sie sie gefangen haben. Sie dürfen sie grundsätzlich nicht fangen, auch nicht an einem anderen Tag. Diesmal kommt der Fischer mit einer Warnung davon. Denn letztendlich geht es darum, alle Menschen auf den Trishtau-Inseln mit einzubeziehen.